Rund 18 Meter lang und bis zu 21 Tonnen schwer. Das sind die bescheidenen Maße eines Obuses. Und mit solch einem darf seit wenigen Monaten auch Vladka Czuliak fahren. Denn sie hat die Ausbildung zur Obuslenkerin bei der Salzburger AG gemacht. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es so wäre, dieses große Fahrzeug zu lenken. Und da mein Mann dabei ist, hat er mir gut eingeredet. Es sind noch ein paar Damen dabei, die machen das auch so gut und probier's doch. Und ich habe mich dann getraut und ich habe es wirklich nicht bereut. Die gelernte Verkäuferin hat nach 28 Jahren ihren alten Job an den Nagel gehängt und liebt jetzt die Abwechslung als Obuslenkerin. Ich bin sehr gerne dabei. Jeder Tag ist Spaß und eine Herausforderung und jeder Tag ist ein persönlicher Erfolg für mich. Das sind ja mehrere Jobs in einem. Es ist nicht nur das Lenken, sondern sie sind auch Betreuer, sie sind auch Touristenführer. Sie sind Mechaniker, wenn es sein muss. Also man sollte schon irgendwie vieles können und wollen. Und Vladka wollte unbedingt. Die Ausbildung zur Obuslenkerin hat sie mit links gemeistert. Ja, reine Obusfahrerausbildung dauert 2 Monate. Das gliedert sich auf in 6 Wochen Ausbildung in theoretischer und praktischer Form. Und 2 Wochen als Begleitfahrt nennen wir das. Da fahren Sie schon selbstständig auf der Linie, aber Sie haben einen Kollegen, der speziell nur auf dieser Linie fährt, fährt mit Ihnen noch mit und zeigt Ihnen noch die einzelnen Bewandtheiten auf dieser speziellen Linie. Heute kommt man direkt von der Klasse B zum Obusfahren und da ist halt der Unterschied zwischen 5 Meter auf die längsten Fahrzeuge von uns auf 18,75 Meter. Die Länge des Busses, dann die Radien, dann kommt die Oberleitung noch dazu, weil wir gehen am ersten Tag, um das Ganze auch interessant zu halten, schon auf die Strecke und jeder darf da schon seine ersten Erfahrungen machen. Auch die Schichtdienste sind für Vladka kein Problem. Sobald ihr Dienst beginnt, meldet sie sich an und schaut, welchen Obus sie heute lenken darf. Bevor es auf die Straße geht, erfolgt ein ordnungsgemäßer Sicherheitscheck. Von Reifen über Türen, Haltegriffen bis hin zur Heizung. Es ist wirklich interessant und überhaupt nicht langweilig. Und ich finde es wirklich super. Also die Zeit vergeht wie im Flug. Wenn Sie Lust auf einen Job als Obuslenkerin oder Obuslenker haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.